Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal um die Beats Solo 3 Wireless Kopfhörer gehen. Was die alles so drauf haben und wie sie sich so im Alltag gemacht haben, das seht ihr in diesem Video. Also, let's go! Die Kopfhörer werden in dieser Verpackung zu einem geliefert, finde ich persönlich auf jeden Fall schon mal ein cooles Design. Darin befinden sich neben den Kopfhörern eine Schutztasche, ein Klinkenkabel, ein Ladekabel, um die Kopfhörer wieder aufladen zu können, ein Karabinerhaken und noch etwas Papierkram. In meinem Fall habe ich die 10 Jahre Jubiläums Edition der Beats Solo Wireless. Es gibt aber auch noch eine Vielzahl anderer Farbvarianten, aber ich finde einfach diese schwarz-rote Farbvariante macht sich wirklich richtig gut. Der Kopfhörer selbst kommt im typischen Beats Design und ist hergestellt aus hochwertigem Kunststoff, der übrigens auch abwaschbar ist und macht einen wirklich äußerst robusten Eindruck. Was natürlich auch wichtig ist beim Kopfhörer, das ist der Trallkomfort und der hat mich hierbei wirklich positiv überrascht. Denn auch über mehrere Stunden, ich habe jetzt zum Beispiel, als ich nach Frankfurt geflogen bin, hin und zurück den Kopfhörer die ganze Zeit aufgehabt und ich hatte jetzt gar keine Schmerzen an den Ohren und so weiter, sondern der Trallkomfort, der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Das liegt vor allem an den weichen Ohrpolstern, aber auch an dem Kopfhörerbügel, der sehr gepolstert ist. Meistens hört man ja mit einem Kopfhörer auch irgendwie Musik und darum geht es jetzt als nächstes. Kommen wir nun zum Sound des Ganzen. Der Sound ist wie für Beats üblich sehr auf den Bass aufgelegt. Die Mitten und Höhen könnten vielleicht noch etwas präziser und prägnanter sein. Dennoch hat man hier so diesen typischen Beats-Sound. Alles in allem finde ich den Klang wirklich sehr stimmig. Er ist sehr klar gehalten und auch genug ausreichend laut gehalten. Apropos Lautstärke, diese kann man jetzt auch direkt über die Kopfhörer einstellen. Oder auch man kann auswählen, ob man das Lied pausieren möchte, zum nächsten oder vorherigen Lied springen möchte und so weiter. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Da muss man jetzt nicht immer sein Smartphone aus der Tasche holen. Verbunden wird der Kopfhörer zum einen über Bluetooth, das habe ich auch eigentlich meistens benutzt, aber es gibt auch wie gesagt die kabelgebundene Musikwiedergabe. Bei Bluetooth hatte ich jetzt gar keine Probleme, sei es jetzt Verbindungsabbrüche oder dass die Musik gestockt hat oder sonstiges. Das hat wirklich ohne Probleme alles wunderbar und einwandfrei funktioniert. Verbaut ist im Übrigen auch der Apple W1 Chip, wie auch bei den AirPods, und Apple garantiert, dass jetzt Freisprechen ohne Kabel, Play, Pause und die Lautstärke auf allen iOS-Geräten problemlos funktioniert und das war in meinem Fall auch immer der Fall gewesen. Bei Android hingegen kann es sein, dass diese Funktionen manchmal mit Einschränkungen verbunden sind. Richtig überzeugt war ich allerdings von der Akkulaufzeit, denn diese beträgt bis zu 40 Stunden bei kabelloser Wiedergabe und da kann ich sagen, da kommt man auf jeden Fall mit hin. Die Solo 3 habe ich jetzt so knapp einen Monat auch beinahe täglich in Benutzung und habe jetzt immer noch so 15-20% Akkuleistung, was auf jeden Fall wirklich ein richtig, richtig guter Wert ist. Übrigens, wenn man die Kopfhörer so etwa 5 Minuten auflädt, dann hat man wieder genug Power, um die nächsten 3-5 Stunden Musik hören zu können. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit angekommen und alles in allem bekommt man wirklich einen sehr schicken, soliden und qualitativ hochwertigen Wireless-Kopfhörer. Beim Sound könnten vielleicht die Mitten und Höhen etwas prägnanter sein, doch als Gesamtpaket hat mich das Produkt wirklich sehr überzeugt. Besonders gut finde ich, wie gesagt, die Akkulaufzeit. Das ist ja bei kabellosen Kopfhörern immer noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Wer hingegen ein Android-Smartphone besitzt, kann vielleicht hier und da Probleme bei der Tastenübertragung haben. Bei allen Apple-Produkten funktioniert der Kopfhörer aber wirklich einwandfrei. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich unten, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen Musik hören und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut, ciao.